Ja. Ja, herzlich willkommen bei Let's Play Together. Hier heute mit Shibo, Shampoo. Und heute mal mit ganz neuen Teams, nämlich die beiden Typen da und die beiden Typen da. Wir sind hier in der Spawn-Bereich, da können wir uns nicht hauen. Und wir können nur 500 Felder von diesem Spawn weggehen, sonst werden wir getötet oder so war das, glaube ich. Genau, wir werden getötet. Ja, und die beiden gehen, wie man hier sehen kann, Richtung Westen. Du machst mal bitte wieder Tag, weil Und sonst. hier noch Zeit, Tag, wie immer, erster Tag und erste Nacht ist Waffenstillstand. Und dann fangen wir einfach Ich mal würde sagen, wir gehen Richtung an. Euro. Ui. Komm. Und das Tolle ist ja Ja, oben, lauf. wie ihr sehen könnt, haben wir oben rechts eine Minimap, die können wir auch noch ranzoomen. Könnt ihr hier sehen? Ja, stimmt, Ich haben wir renne jetzt mal mit richtig. rangezoomter Minimap. Nein, das ist doof. So. Wow. Black, black. So, es ist hier einfach die beste Seite. Bei MSG Paracopa kannst du mir Privatnachrichten senden, ne? Ja, den Link für die Dings für die Minimap gibt es natürlich dann wieder in der Beschreibung. Aber ich glaube, funktioniert die auch im Singleplayer? Ja. Also dann Natürlich. funktioniert die nicht mehr Oh, mit. Goschen, ist das hier zu weit weg vom Spawn, meinst du, zu nah am Spawn, oder passt das hier? Ich meine, Bisschen das nah hier wäre dran, schon mal. findest nicht? Ja, okay, aber warte mal, du hast schon Holz, oder? Ja, ich baue schon Bau du eine. mal schnell Wir eine haben nicht zu Crafting weit weg, Box ne? und. Sonst. Ey, das Tolle ist. Ja, sonst sind wir tot. Ich habe eine tolle Idee, Shippo. Warte mal ganz kurz. Steht hinter dir. Warum immer du Ja, bist. ich baue gerade ab hier hinten irgendwo. Geht zu dieser Koordinate. Warte ich. Wie kann man jemanden schreiben? Warte, Mit C. MSG und dann mein Name. Das wollte ich dir gerade über Wertschätze senden. Blend mal Koordinaten ein, dann können wir nämlich toll und mit unseren Koordinaten rumspielen. Oder geh Ja, Richtung Westen und so, das ist toll. Ich weiß jetzt nicht genau, wo du hingegangen bist. MSG So, ich baue mal die Paracopa. ganze Kohle eben ab. Da bin ich. Sammelst du die? Okay. Jo, Minus mache ich 7, gerade. okay. Ja, ich sehe schon. Ich Ey, sammle das auch ist mal ultra 6 praktisch, das ist Dinge. richtig geil. Falls du gerade ein bisschen Stein hättest, Test. Ja, warte, ich Ah, habe da gerade bist du. 6, Gut. also für jeden. Hi. Ups, das war. Kriege ich noch einen, weil ich brauche dann auch was. Oder mach einfach gleich Ja. zwei Spitzhacken. Oder so. Ich finde das richtig Wollt ihr auch geil noch mit dem eine Axt Holz. machen? Der Baum ist auch doof. Oh, das sind zu große Bäume. Nimm 20 oder so Holz mit, das sollte reichen. Ja, ich habe jetzt im Ich Moment. hätte an und für sich hätte ich auch noch Automap, Hier damit könnte sammeln. ich jetzt. Jo, Hier, nehme ich die mit. Steinspitzhacke liegt da, ich gehe mal ein bisschen Holz sammeln. Alter, Ja, warum und haben die ich. schon Stein? Sind die bescheuert? So, jetzt haben wir für Ding, dann brauchen wir noch fürs Schwert. 18 reicht. Ich werde in Skype mal Und kurz für die beschäftigt gehen, nämlich. Augen. Da bist du. Da bist du. Warte, ich mache kurz eine Workbench, damit wir ein Die bisschen Chop. schneller Holz abhacken können, weil wir dann Axt machen können und alles. So. Ja, ich habe jetzt Mann, sind die langsam. hab So, 72. Groschen, ich mache jetzt einfach nochmal alle Werkzeuge durch. Jo. So, Eine Steinaxt habe ich noch. Könnt ihr nicht ganz so laut reden? Ich höre Schübo kaum. Ja, die meckern ein bisschen doll, ne? Yep. So, ich habe mir jetzt erstmal die wichtigsten Sachen geholt. So, Axt, Schaufel, Ich auch. Kann ich Pickaxe, abreißen, klar. Workbench? Jo, klar. Wir spielen halt natürlich wie immer ohne Bugs, gell? Ja, davon die Ja. Minimap. Ich kenne gar keine Bugs in dem Spiel, Oh, es gibt genug. ey. Sylux. Das sind Schweine, ich schlachte die mal schnell ab. Jo. Kann man auch, Warte, Groschen, bevor das kann ich hier. auch schreiben, Wo bist denn du gerade? MSG, kann ich auch schreiben, Bevor du MSGS? sie abschlachtest hier, Max? warte, dann kriegst du Max? noch das. Kann ich auch schreiben, Ja. MSGS? Also mit Abkürzungen. Nee, du machst, glaube ich, die ersten drei Buchstaben. MSG Sü Test. Schweinchen, Ja, Schweinchen, Schweinchen, funktioniert. Schweinchen. Ja, heute. Nice. Okay, das ist praktisch. Dann musst du mich nur Paar nennen. Jo. So, Groschen, dann gehen wir mal, oder? Dann Ja, hole ich Moment. jetzt dir noch schnell Gleich. die Gleich müssen besten wir uns mal ein Versteck Schweinchen suchen und abzuschlachten da setzen und wir dann dann einen dürfte eh nur Waypoint. noch eins sein.
Das ist ja, hier war, Waypoint. Hier war's. Dann gehen wir da lang. Ja. Kann man auch nachgucken, wo die Koordinaten des Waypoints sind? Ja, kann man, geil. Hast du dir beim Spawn Waypoint gesetzt? Nein. Egal, ich hab einen. Ich warte jetzt. Ja, du kannst mir schnell die Koordinaten schicken. Ja, du kannst mal MSG. Du musst dann einen neuen Waypoint erstellen und die Koordinaten eingeben. Ich muss aber erst mal gucken, wo genau das ist. Ich weiß gar nicht, ob mit dem neuen Chat jetzt auch Copy und Paste geht. Wollen wir hier? Hey, Fahrer. Wollen wir hier? Warte. Ja, das ist gut. Ja, ich denke auch, hier ist irgendwann mal auch ganz gut. Mache ich hier nämlich schon mal so. Ja, gehen wir noch ein bisschen weiter, weil da sind ziemlich viele Berge hier. Was ist denn hier mit dem Wasser los? Hier spielt Wasser. An der Bridge und so, also Controller-Block oder ähnliches, ist da irgendwas da? Das Craftbook ist wieder drinnen. Okay. Also warte mal, Plugins, ich lese mal ganz kurz vor. Ich würde sogar sagen, wir gehen hier hinten hin, komm mal her. Wir haben drinnen Craftbook, Dala Chat, Dala Set Group, Stargate. Kannst du nochmal die Koordinaten schreiben, bitte? Danke. Du musst nur Chat öffnen, steht's auch drinnen. Meine Koordinaten? Ich müsste eigentlich direkt hinter dir stehen. Nee, die Spawn-Koordinaten. Ja, T drücken und dann steht's da. Ja, ich bin ja gerade beim Adden, da kann ich nicht T drücken. So. Minus 19, glaube ich, war's. Ja, Groschen machen wir halt gleich da drinnen in dem Tal, oder? Moment. Hier hinten weiter zum Mammus gegangen. Ja, hier umdrehen, gleich drinnen. Das sieht halt eigentlich ganz nett aus. Ich mach mal die Bäume weg und... Das läuft ja im Hintergrund. Da. Und Scheiß. iTunes läuft hier unnötig. So. Ach ja, die Apple Drop Chance ist jetzt... Wie viel Prozent waren's? Ich glaube 25. 25? 25 Prozent. Nein, 5. Moment, ich muss ganz kurz nachschauen, wie viel das waren. Hier bin ich. Mach mal Crafting Box. Mach mal Crafting Box schnell. Mach ich gleich. Achso, ja, Moment, warte, Moment. Ich will noch 2,5 Prozent sind's. Achso, Gates und so kennst du ja noch gar nicht, ne? Wir haben das jetzt ja gar nicht hochgeladen, das, was wir verloren haben. Ich hab's mal. Weil wir es verloren haben. So. Ja, da hat irgendjemand das ist sehr gut. Versehentlich gepusht. Das können wir ja nicht mit der Dings abbauen, das geht ja nur mit Stein. Darf ich mal dran, da so. Hast du schon Stein? Nee, ne? Dann mache ich dir gleich eine mit. Nein, ein oder wie? Dann setz hier mal einen Waypoint an dieser Stelle. Die Koordinaten von der aktuellen Position sind immer eingetragen vorne. Also einfach Waypoint add und dann Name eingeben. Basis 1. Und dann Enter. So, hab einen Waypoint. Sehr schön. So. Haha, dann kommt doch gleich Licht ins Dunkel, würde ich mal so ganz frech aus der Pistole geschossen sagen. Oh, was für ein Wortspiel. Was für ein Wortspiel. Einzigartige Leistung. Alter, die Rate ist gut, muss ich sagen. Die gefällt mir. Die was? Die Drop Rate von den Äpfeln. Ja, 2,5, das ist nicht so viel. Ja, es geht. Ich baue gleich wieder auf, gib mir einen Moment. Ja, ich dachte, warum wird's auf einmal dunkel? Weil die Zombies dich getötet haben. Oh mein Gott. So. Was wollen wir jetzt hier eigentlich genau machen? Ich versuche einfach Basis bauen und ich überdachte das Ganze gerade mal so ein bisschen, weil ich Du brauchst keine Türen bauen, nein. Ich mach das. Warum nicht? Du doch nicht. Er macht wieder so ein gammeliges Gate. Ja. Warte. Hier, hast du ganz viel Holz. Dankeschön. Ach ja, Groschen. Ja, guck mal hier, was ich gerade gemacht habe. Dreh dich zum Beispiel. Ziemlich unter mir liegt jetzt eine Crafting-Box. Ach so, ja. Hab ich. Aha. Ich in der Hand. Achso, du hast schon eine, oder wie? Nee, ich hab sie jetzt gerade. Achso, ja. Gut, weil du brauchst sie, glaube ich, da unten. Ja, Moment, dann mache ich hier nochmal für weiteren Fragen. Nee, momentan eigentlich nicht so. Nee, hier hab ich schon. Ich geh mal eben so ein bisschen Stein und so abhacken. Kann auch ich machen. Ja, nein, weil ich bin gerade hier draußen. Warte, dann mache ich nochmal auf und dann machen wir hier unten nochmal ein bisschen. Waffe wegwerfen, sage ich jetzt mal. Ja, kein Bug-Using. Okay. Ja, ich wollte nur wissen, ob das auch unter Bug-Use ist. Gib mir mal zwei Steine. Moment. Zwei Cobblestone.
bin gerade im Crafting-Set, so. Dankeschön. So. Ich mach hier mal weiter, ne? So. Uff. Aha. Wo bleiben denn die stumpfen Witze? Ja, die kommen noch. Ding bei dem Redstone-Gedöns, bei diesen Redstone-ICs, weißt du noch, die ich dir letztes Mal gezeigt habe, Para. Bei denen sind halt, wie gesagt, alle erlaubt, außer Item-Dispenser und Mob-Spawner. Ja, ich weiß nicht, wie die gehen. Niemand, dass ihr die benutzen müsst. Doch, ich werde die benutzen, vor allem den Wireless-Transmitter. Juhu, wir haben WLAN. Wie WLAN, hä? Es ist ein Mod, damit kann man über Wireless Redstone-Signale senden. Du willst alles überdacht, oder? Ja. Gib mir einen Moment. Ich hab bloß gerade keine Schaufel gehabt. Ach du Scheiße, es wird dunkel. Ach du Scheiße, es wird dunkel. Es wird dunkel. Hab ich Angst. Wie wär's, wenn wir die erste Nacht den PvP komplett ausschalten? Nein. Schade. Wie funktioniert dieses Ding eigentlich, Cooper? Rechtsklick drauf. Ja, aber ich meine, wie erstellt man das? Ja, du musst so machen, da oben Zäune hin und dann hier. Egal, dass du was mache ich dann halt. Das ist nicht so. Können wir jetzt mal wieder. Ja, Goschen, ich würde sagen, wir bauen uns schnell hier rein, oder? So, und jetzt also, Licht habe ich besorgt, wie du siehst, ne? Ich habe hier noch. So, ich guck mal auf die Karte, wie weit wir vom Spawn weg sind. Jo, mach mal. Geil, man sieht auf der großen Karte keine Waypoints. Wie schwul ist das denn? Ist ja egal, brauchen wir ja nicht. Wir sehen das. Ja, mach schon. Das ist ja mit. Ja, mach derweil noch schnell Fackeln. Schipo, kannst du mal gucken, ob du dein Mikro lauter drehen kannst? Du bist ziemlich leise im Vergleich zu den anderen. Mal gar nicht. Also der Regler ist bei mir total voll. Audio-Einstellungen, ich kann da ja nochmal gucken. Ihr Goschen hast noch ein paar Fackeln gekriegt. Dankeschön. So besser? Ja, das ist gut. Das rauscht jetzt zwar ein bisschen mehr, aber das ist besser, also das kann ich jetzt nicht verstehen. Sieht man auch Fackeln auf der Minimap? Mal lieber zu. Ja, man sieht Fackeln auf der Minimap. Wie geil ist das denn? Erzähle Flecke. Das ist ja, einerseits gut und einerseits wirklich zum Kotzen. Ja, ich meine, halt Realtime-Lightning und was weiß ich alles. Ich habe keine Steinspitzhacke. Wieso habe ich keine Steinspitzhacke? Ich habe dir aber eine gemacht gehabt. Kannst du mir noch ein bisschen Stein geben, damit ich mir alle möglichen Steinwerkzeuge machen kann? Eine. Ja, mach mir gleich nochmal Spitzhacken. Ich habe keine mehr. Ja, warte, du kannst meine Holzspitzhacke machen. Nein, hast du nicht gekriegt. Sorry, ja, okay, danke. Dankeschön. Auch wenn das gerade leichtes Abuse ist. Nö, ich habe dir bloß meine Steinspitzhacke gegeben. Tut mir leid. Kein Problem, ich habe genug Essen dabei, keine Angst. Also ich glaube, wir könnten uns ernähren. Ihr könntet euch ernähren? Wow. Scheiße, von wegen Essen. Scheiße, wir haben nicht ein Stück Mampfen bei uns. Doch, haben wir. Haben wir? Haben wir. Wo? Ich bin auf Judy, schau mal in die Inventarbox rein. Was denkst du denn? Gib mir. Ich bin noch nicht so weit. 2,5. Nein, ich hab einen Apfel reingetan und der ist einfach verschwunden. Warum hast du mich rausgeschubst? Mitten in der Nacht? Nein, in der Nacht gehen wir nicht raus. Bist du wahnsinnig? Wieso? Weil Monster spawnen. Weil da Monster sind. Nur wegen den scheiß Spinnies und so? Du, Groschen und ich dachten auch, es ist eine tolle Idee rauszugehen. Du hast du gesehen, was passiert ist. Das stimmt. Ich baue hier mal eine Furnace hin, um unser ganzes Fleisch zu kochen. Ja, baue ja. Groschen, ich mach auch mal schnell eine Chest hin. Was denn? Ofen, ein paar. So, ja, ist eine gute Idee. Aha. 4 Stück. Ich kann auch das Zeug weiter ausbreiten. Ich brauche Steinspitzhacke, ich habe keine mehr. Also, gleich. Die Hacke ist vorbei. Ich beliefer dich mit. Was? Ich nehme ja auf, fällt mir gerade ein. Ich sollte also. Werden mehrzeilige MSG-Texte auch als MSG übersendet? Das weiß ich nicht. Das klingt. Also, ich konnte es lesen nehmen. Ja, das war ja auch nicht mehrzeilig. Ich probier's mal aus. Kannst du hier ein bisschen Kohle reinpacken? 3, 4. Hier. Ja, Mistmann. Meine Blase meldet sich. Nee. Blase meldet sich. Da muss man vorsichtig sein. Also, ich kann beides lesen, ne? Ich bin mal ganz. Klar, aber die können halt den hinteren Teil lesen. Ah, okay. Ich bin kurz auf Karklo, so, ne? Ja, ja. Mach. Ah ja, so. Ja, so ein paar Setzlinge hätte ich hier auch noch.
Ja, Goschen, die Kiste sollten wir vielleicht so ein bisschen umstellen, weil die steht da. Ja, ist schon klar. Aber ich wollte es jetzt nur mal schnell hinstellen, damit sie mal da steht. So, Gate and Move. Ein Gate, oh, wir könnten da eine Bridge machen. Eine schöne. Bridges bringen auch nichts. Ja, sind nicht so sind allerdings nicht so auffällig wie ein Gate. Ja, ich habe das Gate auch nicht gemacht, weil es auffällig ist. Beziehungsweise, weil es nicht auffällig ist. Nicht? Verstehst. Jein. Das ist eine Spinne und ein Skelett. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist beides. Groschen, hab ich oben auf einmal geguckt, die Spinne rein. Ja, wir können hier mal in die Inventarbox noch das hier reintun. Schon, ja. Holz habe ich noch Holz. Genug. Ich hasse es. Ich habe die Furnace direkt gegenüber vom Gate-Schild gebaut und jedes Mal, wenn ich die Furnace anklicke, aktiviert sich die Gate. Haha. Ja, das konnte ich ja nicht wissen, oder? Mal Sachen rein, die kein Mensch braucht. Ich habe jetzt hier noch zwei Chests. Oh ja, eine Springe zu Waypoint-Funktion wäre ja noch lustig. Aber das ist ja serverseitig. Das wäre zum einen serverseitig und zum anderen wäre es verboten, weil wir gesagt haben, wenn das hier kleinseitig drinne wäre und ich es auf dem Server ausführen würde? Hui. Gute Frage, ich würde sagen, du würdest dich nicht. Das ist viel. Das ist richtig viel. Wieder da. Das ist richtig viel. Weil ich gerade alles raus habe. Wahrscheinlich würde ich als Illegal Operation gekickt oder halt einfach Player moved wrongly oder sowas. Ja, sowas in der Art. Was denn? Wie regeneriert eigentlich so ein Apfel? Ich glaube 2,5 oder so. Nicht viel, schade. Vielleicht auch 2,5, ich weiß es nicht mehr genau. Tipps für euch. Für den kleinen Hunger. Ich gehe nächsten Tag mal Äpfel farmen, ne? So viele findest du da nicht. Ich habe jetzt 10 Bäume abgeholzt und hab mir nur egal, einen Ablauf. Bla. So, und ich gehe am nächsten Tag unsere Sachen in die andere Chest bringen. Ich habe dir gezeigt, wie es ist, ne? Ja. Wir haben ein Problem, guck mal bitte nach oben, wir haben ein kleines Problem. Weißt du, was ja auch geil wäre, wenn du halt regelmäßig was fressen müsstest? Groschen, du bist disconnected. Ja, das wäre auch genial. Das ist dir auch genial? Das so, wäre auch genial, ja. Damit es keinem auffällt, so. Ich kann auch mal denen zeigen, wie man das jetzt alles macht. Also, was kann ich denn eigentlich alles? Du kannst gar nichts, Groschen, du konntest auch nie. Falsch. Man kann doch, wie mache ich die Map größer auf M? Nee. Auf Z. Nein, auf Z. Auf Z. Warum hast du da eine Treppe draufgestellt? Mir war langweilig und ich hatte noch eine. Oh, so kann man das besser sehen. Hier ist die Chest. Was ziemlich schade ist, denn rein theoretisch können wir da an eure Fackeln sehen. Ja und? Ist doch geil. Und ihr könnt unsere Fackeln sehen. Wir können eure Fackeln sehen. Tja, bloß wir haben draußen keine Fackeln. Wir haben draußen auch keine Fackeln. Also nicht mehr. Nein, nicht dahin. Momentan sieht es noch nicht so gut aus, mit Juli, aber das kann man alles ändern. Dieses Scheiß-Gate löst sich jedes Mal aus, wenn hier jemand rechtsklick auf die Furnace macht. Da müssen wir echt aufpassen. Ja, ich habe zu wenig Holz jetzt. Das ist das Problem. Es ist doch noch genug in der Truhe drinnen. Ich weiß, aber wenn da steht Gate so Move, dann gut aufpassen. Und falls ihr euch fragt, warum die Hälfte des Skins nicht lädt, ja, wir haben alle einen Skin, aber Minecraft will die nicht laden. Und wir haben es jetzt schon so oft versucht. Doch, ich stehe mit Hühner. Oh, ist mir doch egal, wenn mir das nicht funktioniert. Wo ist denn die ganze Kohle? Wo ist denn die ganze Kohle? Ich höre Hühner, oh Scheiße, ein Zombie mit Sprachfehler. Ja. Ach, Sipo, du musst doch lachen. Nö, hab ich keine Lust zu. Moment. Was ist jetzt auf der Karte? Mal gucken. Auf maximaler Zoom-Stufe. Und das immer. Geh mal noch irgendwas noch zu finden. Man sieht unser Licht. Ja. Oder macht, dann zieht das noch weiter nach innen, so dass man da drin, dann. Ach, Groschen, warum meinst du jetzt da? Ich glaube, das ist von der Furnace. Ich glaube, das ist von der Furnace. Ja, das kann auch sein. Lass die erstmal brennen da. Was ist das? Und du musst dich übrigens. Jetzt eigentlich hier so ein Mining-Schlaf. Wenn du an die Furnace ran möchtest, musst du dich übrigens nur hier in die Ecke stellen, dann löst du auch nicht das Gate aus. Das war's? Ach so. Ja, ich meine, wenn da steht Gate Move, dann musst du aufpassen, weil dann hast du das Gate ausgeschlüsselt. Nee, ich stell mich meistens hier hin, warte mal. Nö, ich öffne es nicht. Nö, aber wenn du so hier stehst, dann öffnest du's. Ja. Oh Gott. Ah! Was? Wie viele? Oh, Creeper. Oh ne, wir haben Creeper vor unserem Haus, Was willst du denn da jetzt genau machen?
Ey, sonst bauen wir Notausgang für Notfälle. Ja, und das ist ein Notfall, Creeper. Dann haben wir, dann baue ich da auch noch eine Gate hin. Haben wir Creeper sind süß, die ziehen eh nicht mehr so viel ab. Warte erstmal, bis alles verbrennt. Ich hab schon. Ach so, weil ich hab noch keins, deswegen. Warte, ich geb dir das. Oh, guck mal, schon wieder was gefunden. Super, danke. Immer schön Fackeln platzieren, warte, hast hier noch zwei von mir und die restliche Kohle. Ich hab noch eine Menge, ich hab noch eigene Fehler. Ja, okay. Geil ist, dass man jetzt auch sehen kann, ob man gerade unter Meer ist oder nicht. Ja. Scheiße, ich bin unter Meer! Wo kommt das Wasser her? Ich bräuchte eine neue Spitzhacke, ne? Ich hol mir mal den ganz. Oh ja, es ist hell, es wird hell, das ist toll. Ja, ich muss jetzt hier das neu craften, das Ding scheiße. Ich hab gerade das Ding geöffnet, oder? Ich hab die Tür geöffnet. Schieß bitte wieder die Tür. Ich hab Eisen gefunden, McDudy, ich hab Eisen gefunden. Sauber. Okay, da ist eine Spinne. Ist aber kein großes Problem, denn sie will uns ja nicht töten am Tag. Ja, am Tag. Ganz viele Drops und ein Creeper. Ein Creeper. Ein Creeper. 20, ja. Ungefähr. Ja, geil, ich renn nach hinten, da ist plötzlich ein Block hinter mir. Aus dem Nichts kommt er. Die Spinne lassen wir überleben, würde ich sagen, oder? Sag mal. Ich bin dir da nicht so sicher. Bring dir das, das jetzt hier in die Chest. Jo, und ich geh mal raus. Ja. So. Warte, ich hab noch ein bisschen Erde für dich. Und in der Inventarbox ist auch noch Erde. Ja, ich hab auch ganz viel Erde. Fuck, man, stirb doch, Alter. Es kommen gleich... Eine Spinne jumpt von oben runter, ein Creeper kommt auch noch hinterher. Ja, du weißt aber schon, dass die Spinnen so nichts tun am Tag, ne? Ja klar, aber die sind gleich auf mich draufgesprungen. Wenn die unterm Baum stehen, dann schon. Wenn sie, solange sie noch im Schatten stehen, sind sie aggressiv. Ja, ja, das ist klar. Ja, okay, also ich habe jetzt ein paar Herzen verloren. Drei Stück, aber es passt. Ist heute noch Waffenstillstand, nur so aus Neugier? Ja, doch. Nee, eigentlich nicht mehr. Achso. Oh, scheiße, Creeper, schon Gott. Wieder. Ja, geht zu mir. Jo, mach mal. Ey, ich wollte ihn auch gerade schlagen. Gott. Oh, die Waypoints sind auch wirklich praktisch. Verkackt. Ich weiß genau, in welche Richtung ich rennen muss, weil... Stimmt. Graben. Sollte mir mal einen Waypoint bei unserer Base machen. Ich habe übrigens ein Seil gekriegt. Oh, ich brauch doch Holz, Mann! Dann hol dir Holz. Ja, ich meine, ich bin wieder reingegangen und hab vergessen, dass ich Holz holen wollte. Eigentlich ist es Verschwendung von dem schönen Schwert, aber so geht's einfach schneller. Wie geil! Ey, da ist schon wieder so ein geiler, schöner Bug vom Wasser. Es ist wieder absolut geil. Hier, den hab ich vorhin auch schon gesehen. Nee, 2,5, du hattest recht. Für einen Apfel. Warum sterben wir eigentlich, wenn wir uns 500 Blöcke von unserem eigenen Spawn entfernen? Weil wir nicht so weit rausgehen, damit die Meld wird sonst zu groß. Wir sind gerade mal 4 Spieler, also wenn wir da jetzt in einem Bereich von 40 Millionen Blöcken sind. 500 Blöcke sind eine Menge, ich dachte auch, es ist richtig wenig, aber dann haben wir das ausprobiert und kannst du wirklich ewig gehen. Ich baue mal oben weiter. Ja, ich gehe auch. Du hast 500 Blöcke in jede Richtung, also... Wird erstmal so ein schöner Creeper entgegenkommen und mich... ...bomben. Ich behaupte. Ja, das kann da auch noch gehen. Mal. Ey! Ich weiß nochmal die Koordinaten vom Spawn gewesen. Ich glaube, ich habe mich gerade verirrt. Wie habe ich das wieder hingekriegt? Jetzt hat er schon eine Minimap und er verirrt sich trotzdem. Ja, das ist Marco. Also, dass der keine Orientierung hat, das wusste ich von Anfang an. Sagt derjenige, der ständig im Kreis gerannt ist. Und nicht mal den Ausgang gefunden hat von seiner eigenen Basis. Dreimal. Was? Ja, du bist ins Tal in den Teich gesprungen, wo dann die Zombies auf dich gewartet haben. Ach ja, Marco. Du und deine Einbildung. soll ich's noch tiefer graben hier, oder sollen wir es so lassen? Tiefer. Gott, da ist ein Creeper. Das sind schock zwei mich Creeper. Doch nicht so. Oh, der eine bombt den anderen weg, nicht mal. Toll von dir. Ja, schlag ihn tot. WTF, ich dachte, das ist eure Basis. Dabei war es bloß ein Fels, der nur sehr seltsam aussah. Ich hab eine Höhle gefunden. Wow. Nein, das war die Explosion vom anderen Creeper. Die habe ich bloß so notdürftig zugemacht mit Erde. Ach so, ja, dann mache ich das wieder.
kommen die denn her? Ah! Ja, die haben sind alle noch von der Nacht halt. Normal sparen die aber da nicht. Kein Plan, ist mir auch wurscht. Mach ich halt alles zu. Also ich hab was gefunden. Also ich bin übrigens jetzt der Meinung, dass Pick-Zombies und so weiter jetzt wirklich gespawnt werden. Achso, das hat mir auch noch nicht erzählt. Jetzt spawnen übrigens Pick-Zombies und Giants, ne? Von nebenbei. Ja, Giants hab aber eine ziemlich niedrige Chance. Und wenn ein Giant bei dir in der Nähe spawnt, dann kriegst du eine Nachricht, dass bei dir in der Nähe ein Giant aufgetaucht ist. Ich hab das aber bisher noch beobachtet. Giant ist ein riesiger Zombie, der ist irgendwie 40 mal größer. Ach, sehr gut. Kann man den auch töten? Ja. Ja, ja, macht Schaden. Vor allem, der will dich nur überrennen. Der versucht nicht wirklich, dich anzugreifen. Also einfach einen Baum retten und auf die Seite. Ja gut, das wollen die anderen Zombies rein theoretisch ja auch, also. Nein. Doch, die laufen auch auf dich zu und machen und hauen dich einfach so. Ja, aber die hauen dich ja auch. Der Giant haut dich nicht mal, der rennt einfach nur über dich rüber. Mann, ich muss Und wir lassen unsere Umgebung so natürlich wie möglich, ne? Ja, Cooper? Ja, natürlich, sonst wird das dann auffallen, oder? Ja, deswegen, ja. Nicht, dass wir so wie in eurem Let's Play da, ne, so, dass man da so eine Höhle baut, wo auf einmal Wasser rausfließt. Ja, ja. Auch bei mir leckt gerade ein wenig so. Oh, Spinni, Spinne, du bist ja Wasser, du blub blub. Es wird dunkel! Nein, es ist Mittag. Wieso ist, okay, bei mir wurde es gerade ein bisschen dunkler. Ja, wenn man in Höhlen geht, wird's bekanntlich dunkler, ja. Ich war ja nicht in der Höhle, Mensch. Will ich doch nur ärgern. Lass dich nicht auf Groschen ein. Kohle gefunden. Oh, stimmt, es wird wirklich dunkler. Nein. Doch, wird's. Oioioi, schöne Ressourcen hier unten schon wieder. Alter, du hast das recht, Kohle ist nicht mehr rar. Also Kohle ist wirklich... overpowered gestellt. Kohle gibt's wie Sand am Meer. Nee, Sand gibt's dann doch noch ein bisschen mehr als Kohle, aber ja. Oh, Sand. Oh, stimmt, Sand müssen wir auch noch abgraben. Nein! Nein, nicht gut! Ich brauch Hilfe, Nein! Nein! Bist du tot? Nein, ich brauch Erde. Weil wenn ich mich jetzt weitergrabe, habe ich das Problem, dass mir Wasser entgegen. Kleiner Tipp, schreien tun wir nur, wenn wir in Lebensgefahr schweben. Das macht Marco auch immer. Das kann er gut, da hat er Übung drinnen. Mhm. Groschen! Hilf mir! Ja, er hat mich da in die Nacht rausgejagt und dann hat er mich da ganz allein gelassen. Ich hab gesagt, bleib auf deinem Baum, ich komm klar. Ja, nein, ich helf dir. Ja, und Groschen! Ja, ich bin halt nett. Ja, ich rede jetzt hier aber nicht nur davon, wo Yoshi und ich dann die Basis gestürmt haben. Ach ja, das. Und du dann. Du weißt, dass es nichts hilft, das alles zu machen, weil es hinter dir schon wieder zuwächst. Ja, ich weiß. Es geht mir auch bloß um die Samen. Achso. Es geht ihm um die Samen. WTF. Nicht mal er hat drüber gelacht. Ich auch nicht. Das war was heißen. Sind die nicht gemacht, ne? Nee. Gott, sieht das scheiße aus. Geil, wir werden die Waypoints als Pfeile. Achtet mal auf eure Minimap. Ich werde die Waypoints als Pfeile dargestellt, als grüne Pfeile am Rand. Ja, ich weiß. Mhm. Ich dachte, das zeigt Richtung Norden, aber... Das ist ja geil. Ja, nein, Norden und Süden und Osten steht halt nicht so zum Spaß, weißt du? Ja, ja, das dachte ich mir schon. Wovon hat das Ding halt die ganze Zeit im Norden gezeigt, deswegen... Bist du jetzt hinterher gelaufen? Hab ich noch eine Schaufel? Ich habe keine Schaufel mehr, ich brauche eine Schaufel. Waypoint. I have to get a shovel. Wait. Aber ich weiß, von oben sieht das so hässlich aus. Ja, das glaube ich dir. Kein Wunder, du hast... Sieht auch hier unten hässlich aus. Siehst du, Max, kaum brauchst du mit Groschen die hässlich aus. Ich will auch gar nicht wissen, wie es bei euch ausschaut, ganz ehrlich. Also, wunderschöne kleines Häuslein. Ich hab ja doch nicht mal eine Base. Wunderschönes kleines Häuslein für den Anfang, das ist... Spielt ihr halt nichts auffälliges? Nichts auffälliges? Bei dir ist alles klein, ist nichts Neues, aber... Ich krieg mich nicht mehr ein mit dem Lachen. Wieso zeigt der eine Pfeil so extrem weit in... Ach nee, die grünen Pfeile zeigen zu anderen Spielern hin. Nein, die zeigen zu Waypoints hin, du Vollidiot. Warum zeigt dieser eine Waypoint eine ganz andere Richtung?
Unser Haus ist wahrscheinlich du. Ja, aber das ist ja, liegt ja Richtung Spawn. Und dann müssten jetzt zumindest nicht der eine Pfeil zeigt in die entgegengesetzte Richtung und ich bin jetzt angeblich in der Mitte. Das kann ja nicht angehen. Also, denn ich bin am Spawn vorbeigerannt. Ich bin am Spawn vorbeigerannt, oder? Ja, ich sag doch, Orientierungslos wie immer, das ist nichts Neues. Nein. Wo bin ich denn hier? Also ich muss auf jeden Fall. Wie wär's, wenn du einfach mal dem Pfeilen folgst, Marco? Das kann bin ja ich wohl ja, nicht. Ja, aber ich bin dem falschen Pfeil gefolgt, ist mir aufgefallen. Entschuldigung, das sind beide grün. Da war eine 50-50-Chance. Ist Bug Using auch das mit dem Sand? Was mit Nein, das nicht, das bringt ja keine Vorteile. Direkt. Das mit der Fackel drunter platzieren, ja, das ist erlaubt. Was ist mit Sand und da, hä? Wenn du unter Sand Fackeln platzierst und der gerade am Fallen ist, dann geht der automatisch weg. Darf man auch im Spawn richtig übernachten? Kommst gar nicht rein. Doch. Ja, richtig. Man kann sich unterbuddeln. Nein. Nein. Du kannst da nichts kaputt machen. Was mache ich da hier gerade? Eisen gefunden. Es wird Nacht. Es macht nichts. Du kannst direkt unterm Spawn nichts kaputt machen. Ah, Wasser. Ah. Du musst ja mal eine Nacht ohne mich auskommen. Ich bin hier irgendwie mitten im Nichts. Ja, ja, ist kein Problem. Ich werd das Kind schon schaukeln. Dafür nehme ich den, bringe ich nachher ein bisschen Leben mit. Oh, das ist gut. Er bringt mir Leben. Jetzt darfst du wieder rein. Gott. Ah, Wasser, böses Wasser. Groschen. Ganz Nacht. Es wird Nacht. Groschen ist bewaffnet mit einer Schaufel. Was? Du bist nicht drinnen. Ich dachte, du bist drinnen. Nee, ich war gerade noch Sand holen und sowas. Ja, dann komm mal. Ja, bin doch schon da. Ich bin unter Meer. Ich hab meine Monsterphobie leider schon bewältigt. Warum leider? Oho. Weil es immer so lustig war, wenn du die ich hab wieder Monster nur das angeschrien hat. So von wegen, geh weg. Ja. Ja, das kenne ich aber noch von jemand anders hier, der sich Marco nennt. Ja, ich mach das aber nur, um den Monstern Angst zu machen. Ach ja. Ja. Mhm. Das ist strategische Meisterleistung. Natürlich. Mhm. So. Aha. Ganz ehrlich, ich habe selten so viel Scheiße auf einen Haufen gehört. Oh, der Spawn sendet aber viel Licht aus. Ja, was ist? Bist du gerade bei denen? Nicht mit meinem Spawn. Unterm Spawn. Er hat uns du musst mal die Map hinmachen. Ich renne gerade die ganze Zeit irgendwie um Spawn. Wie? Oh. Ich kann gerade alles um Spawn herum sehen. Ich gucke mich gerade genau um auf dieser riesigen Map. Und ich werde die ganze Nacht in der Map bleiben. Oh, das sieht ja richtig hässlich aus. Ja. Es dauert noch ein bisschen, bis es fertig ist. Lalalala. Manometer bin ich tief. Ja, buddel du mal ein bisschen, ne? Ach ja, Groschen, wollen wir vielleicht einfach mal Leitern machen und uns so ziemlich schräg nach unten buddeln? Können wir machen, jetzt. Wenn ich jetzt eine Karte habe, kann ich ja auch. Drück mal Z und dann siehst du da unten den Chunk, der direkt in dem anderen drin ist. Oh. Links unten, gell? Ich will nachher unbedingt schnell hingehen. Das sieht mal richtig scheiße aus. Das hatten aus. Wir auch an einer Stelle. Max, das hatten wir auch an einer Stelle, hat sich Wasser nicht mehr fortbewegt, deswegen. Ja, das kenne ich auch. Ja, ich kann schon mal ein paar Leiter bauen, klar. Gut, dann weiß ich jetzt, wo ihr seid. Nicht, dass ich da hin wollte, weil ich gerade überhaupt nichts habe, außer hier Fackeln und noch mehr Fackeln. Komm nur her, Marc, komm nur her. Ich freue mich. Dessen scheiß Handy. Ja, das hab ich auch gerade. Meins kann es nicht sein. Ich hab kein Handy, oder? Ich hab schon eins, aber ich benutze es nie. Ich hab ein SMS rum oder sowas. Dann piept das bei mir, wenn mein Handy in der Nähe liegt. Was will ich mir eigentlich gerade craften? Ach ja, richtig. Eine Spitzhacke. Hast du gelesen? Cooper, nein, bist du nicht, jetzt wirklich jetzt im Spawn drinnen, oder? Moment, muss erstmal nachgucken. Was? Ich hatte vorhin noch 5 davon, Moment. Aber bist du jetzt eigentlich im Spawn oder nicht? Ich bin jetzt nicht im Spawn. So kann man das jetzt nicht definieren. Nee, ich meine die Spitzen davon. Wo sollen die hin? Moment, ja! Ist mir egal, wo die hin sollen. Ja, dann pack ich die in unsere Kiste einfach so rein, so blub. Ja, das geht schon. Ich hab noch mehr Kugeln. Meine So-Werte sind die ja nicht, oder? Ja, nee, ja, es geht. Die kann man ganz leicht farmen, also von daher. Ja, sag ich, ja. Brauchen wir Eimer? Kohle! Noch nicht, würde ich sagen. Ich bin happy, ich hab Kohle gefunden. Mir kommt gleich die Hälfte entgegen. Wasser! Du hast irgendein Problem mit Wasser, oder?
Ja, wenn ich unter Meer bin, kann ich auch nichts dafür. Ja, nichts dafür. Okay, ja. Da weiß ich zumindest schon mal, dass wir an der Küste sind. Ja. Wer sagt, dass wir an einer Küste sind? Du. Wir können auch irgendwo mittendrin sein. Nein. An uns. Stimmt, das wäre auch mal eine Idee, eine Basis unter Wasser bauen. Habe ich schon gemacht. Ist nicht cool. Ja, aber ist schwer zu finden. Ja, es geht, also kommt drauf an, wenn du sie so wie ich machst und dann als Dach Glas machst, damit es geil ausschaut, dann ist sie natürlich nicht schwer zu finden. Das ist so aber. Also, die Nachricht ist noch nicht zu Ende. Ich muss ja jetzt hier gleich bleiben. Ich weiß nicht, wie weit ich meinen Fock gesehen. Ah, jetzt weiß ich. Die will ich haben. Sag mal, Groschen, was machst du da? Bei uns leuchtet's raus. Ich hab das auch gerade gesehen, ich find das gerade voll geil. Ich hab da nur eine Fackel hin und wieder weg. Kann man Lichtsignale machen? Entschuldigung, aber das sieht man ansonsten, also mach lieber dazu. Ist, ja, stimmt, es fällt auch sonst nicht auf mit Julius, stimmt. Ja, das ist ja eine Minimap, halt das sollte nicht mal das Problem werden. Wir sollten vielleicht mal das Holz durch Erde ersetzen. 3, 4, 5, beim 5. geht's wieder runter. Holz, es geht doch nicht ums Holz, es geht einfach mal drum, dass. Ja, okay, aber wenn das dann irgendwann mal zu ist, dann ist es einigermaßen unauffällig wenigstens. Ja, dann sieht's gut aus, richtig, ja. Ah, die Minimap ist genial, das muss man schon mal sagen. Jo. Ja, definitiv. Oh mein Gott, in meinem Gang ist ein Monster gespawnt. Hier so. Hinter diesem paar Leitern, ne? Weil gerade hätte es gut, ich hab's bisschen gehört. Geh mal ganz kurz hier wieder runter, weil hier habe ich hier Eisen entdeckt. Vielleicht treffe ich noch was. So. Bringst du ein bisschen Erde mit, wenn du dann wieder kommst? Erde, ja, 31 sollte reichen, ne? Mindestens also. Ja, das reicht definitiv. Hörst du auch die Spinne, McJudy, da ist es, bin ich einfach blöd. Achso, ich muss mein Essen fast holen. Nee, ich höre sie nicht. Das heißt, du hast wahrscheinlich einen Spawn getroffen. Na, ich denke nicht direkt, aber irgendwas eventuell hier unten. Hier ist schön viel Erde. Also bei uns ist eine Spinne und die fiebt rum. Kann sein, dass ihr die hört. Ja, es könnte auch sein. Mhm. Jo, ich komm gleich. Wie, du kommst gleich? Ja, ich komm gleich. Essen holen. Nee, das, ja, ich geh's holen. Ja, hab ich gesagt, Essen holen. Ja. Ich hab, okay, Moment. Shippo Code 4. Was? Code 4? Code 38, ich hab Eisen gefunden. Warum Code 4? Was? Ach so. Das heißt, sie suchen jetzt die Basis, während du Essen holen bist und versuchen reinzuholen. Nein, garantiert nicht. Nein, wir müssen uns selber noch ein bisschen aufbauen, bevor wir das machen. Mit Code 38, du weißt, was Code 38 ist, weil das gerade Groschen gesagt hat. Code 38 ist die Item-Nummer, ganz einfach. Stimmt. Nee, oder ist es sogar 38, ich glaube schon. Ich gucke mal. Die ist gigantisch, gigantisch. Monströs, monstermäßig, hammergeil. Und die sind das Beste sind nicht mal Monster. Code 4 ist wahrscheinlich Höhle. Ja, nein. Ich würde auch sagen, ich habe ein Gehöhle entdeckt. Ist der Typ schlau. 38 wäre Rose. Ich geh jetzt mal ganz kurz das Essen holen. Und 4 wäre Cobblestone. Ich bin also mal kurz weg. Ja, bis gleich euch. Bis nie wieder. Ja, aber ich habe ja ein Schwert dabei hier. Ich bringe einfach alle Monster um, die sich mir in den Weg stellen. Monster! Nein. Ich hab war zu voll. Ah. Ich war zu faul, das jetzt als Privatnachricht zu antworten. Ach, scheiße! 1, 2, 3, 4, so. Ich hoffe, dass auch noch Code G kommt und Code D. Was ist, ach so, ja. Okay, ich hab's verstanden. Zum Glück. Ich wollte ihm sagen, was ist das denn aber, ja. Einmal kurz da. Was ist G? Tja, wenn du das wüsstest. Das ist ein Insider. Ja. G ist dir, aber. Was? G ist was? D ist Diamant, du Idiot. Ja, was ist dann wohl G, wenn D Diamant ist? Was ist wohl G?
Mir fällt gerade nichts ein mit G. Gold, du Homo! Mann. Ah, ja, Gold, genau, sowas gibt's ja auch noch. Kuhepa! Das ist das unbeliebteste Material im ganzen Spiel. Hinter mir ist ja eben ein Creeper explodiert. Ich hab nicht mal einen Creeper gesehen oder gehört, aber er ist direkt hinter mir explodiert. Ich hab nur ein Herz verloren. Und der andere Creeper ist danach in den Abgrund gesprungen, also. Einfach. Gehst töten. Alter, war das brutal! Boot S! Scheiße? Nee, Skelett, aber fast. Code M! Code M! Was ist denn bitte schön Code M? Monster! Wir sollten mal jetzt weiß ich, was ich vergesse. Groschen hast du noch. Creeper! Ja, dann töte ihn, verdammt! Fackeln! Wie soll ich den betreten? Mit einem Schwert! Das ganze Flaschen. Boah, aber ich das ja gleich explodiert, wenn ich verstehe! Dann renn weg! Weil ich hab keine Fackeln mehr. Boah, hier Fackeln ist der Creeper mehr. Von eben. Ja, da war der Creeper von eben. Zieh mir ja eben die Hälfte der Herzen ab. Noch ein Creeper! Ich kann ihn nicht treffen, Mann! Ich treff den hässlichen Vogel nicht! Okay, Rückzug. Du auch, ja. Und ich. Rückzug. Ich markiere mir die Höhle als Waypoint. Oh geil, wir haben Waypoint. Down. Oh fuck. Du bist tot? Nein, ich hab ihn down gemacht. Dann freu dich doch. Ich hatte bloß Angst, dass er mich down macht. Okay, ich markiere mir die Höhle, wie gesagt, als Waypoint. Ich schick dir auch gleich die Koordinaten. Jo, warte, willst du mir die Koordinaten vielleicht checken? Nee, dir nicht. Schade, warum nicht? Weil ihr Enemy Team seid, zum Hinweis nochmal. Hier sind die Koordinaten. Das ist der Eingang der Höhle, da habe ich mich reingegraben. Das Moment, direkt, Moment, Moment, das Moment, 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 noch nicht schicken, noch nicht schicken. Ich will erstmal das Ding dafür öffnen. Nein, doch, Waypoints. So, jetzt. Groschen, haben wir ein gebratenes Fleisch vielleicht? Alle im Ofen gerade drinnen. Ja, okay, weil dann hole ich mir schnell eins. Eins. Jo. Nee. Okay, hab's. Höhle eins. Kommst du zu mir jetzt? Ja, gleich. Ist nämlich hell draußen. Ja, ich sehe das auch. Das Tolle ist, man kann ja auf der Karte ja auch sehen, welche Tageszeit wir gerade haben. Creeper. Nicht mal ein Creeper. Ey, ich will nicht schwimmen, komm hier. Steht gleich vor einem und bombt einen weg, wetten wir. Würde mich nicht wundern, nein. Hallo. Höhle ist sehr auffällig, sagen wir mal so. Hä? Lass uns am nächsten Tag mal hingehen. Aber erstmal alle Loots in die Secret Chest reinbringen. Ich sammle mal wieder ein bisschen Erde ab. Ja, ich freu mich, wenn du gleich bei mir wieder bist. Und danach farmen wir ein bisschen Fleisch, weil da unten waren irgendwie 5 Creeper, die gleichzeitig explodieren. Das ist. Ich lebe aber noch. Also ich baue mal hier Fleisch eben noch farmen das und alles in die Secret Chest. Meine Erde weg und dann, Gott, schock mal, mich halt, du Viech. Das Ding ist ja gleich direkt unter mir. Wenn du gleich zu mir kommst, ne, du machst Freudensprünge, ich sag es. Du auch. Ich habe zwar nicht so viel eingesammelt, aber die Höhle ist gigantisch. Also. Warum bist du denn da? Bastard! Ich konnte ja nicht weiter. Was? Oh, ein Bastard. Schon tot? Nein. Ich hab gerade mal ein halbes Herz verloren. Oh, Groschen auch. Nee, ich hab kein Herz verloren. Ich komm gegen Creeper eigentlich ganz gut an. Ja, ich hab höchstens ein halbes Herz verloren, aber der Kerl fällt halt explodiert. Kuckuck! Gott, ich seh dich, ich seh deinen Namen. Wo läufst du lang? Gute Frage, wo renn ich eigentlich hin? Ja, ich seh deinen Namen und du läufst voll zum See oder zum Meer oder wie du es auch immer nennen möchtest. Warum haben wir einen Huhn in unserem Haus? Weil ihr Gras in eurem Haus habt. Warum? Wie bist du hier reingekommen? Stirb! Bei euch stinkt's halt nach Eiern, das zieht die Hühner in irgendeiner Weise an. Okay, alles in die Secret Chest und dann, ich droppe dir jetzt gleich mal, meine Frage, habt ihr auch eine Nicht-Secret Chest, wenn ihr eine Secret Chest habt? Wir haben eine Schnell-Drop-Chest. Oh, dein Skin hat übrigens geladen. Hier, ich droppe dir mal alles, ich droppe dir mal mein Fleisch, das kannst du gleich mal in die Furnace schmeißen. Das habe ich eben noch eingesammelt. Warum bist du im Boden? Warte, ich disconnecte. Du di du di du di du di du. Ah, gut, dass ich Kohle eingesammelt habe. Dann kann ich das Fleisch auch da reinpacken.
Moment, das hier kannst du danach auch noch in die Firnis schmeißen und am besten machst du eine zweite Firnis. Warte hier. Du bist unser Firnis-Beauftragter. Da. Ja, wenn Unser? Wenn du mal in die Chest gleich guckst, die ist jetzt gleich voll. So. Ne, das braucht da nicht rein, das kommt da später rein. Gib mir das Eisen, wo ist das Eisen hin? Ja, ich hab's aufgenommen, bevor es verschwindet. Ach so, ja, okay. Eine zweite Firnis. Oh, toll. Ich hab grad die Dings weggepackt. Die Steine, die Cobblestones. Warte, hier, ich mach eine. Hier. Komm her. Ich mach doch gerade, ich hol mir grad Cobble. Kobbel holst du dir gerade? Nee, warte, ich mach schon. Oh. Ich bin schneller als du. Mach mich nicht so verrückt hier. Oh, ne. So und so. Hier, da musst du jetzt nur noch Dings reinmachen halt. Gate moved. Da. Moved. Okay. Unten. Oh. Warum da? Ich hab doch noch egal. So, wo ist die Kohle? Da machen wir noch eine hin. Los, machen wir noch eine hin. Mehr Fleisch. Nehme ich hier die Hälfte ab. Wir sollten auch langsam in irgendwelche Höhlen gehen. Ja, wir müssten halt mal welche finden. Ach, so allzu schwer ist das nicht mehr. Gleich gehen wir zu den Koordinaten hin, würde ich sagen. Ach, Scheiße, verdammt! Zählt eigentlich zu Bug-Using auch dieses, dass du durch die Wände schauen kannst? Ja. Ja, ich meine, du brauchst ja jetzt nicht mehr wissen, wie spät es ist, um durch Wände zu schauen. Und nee, ich meine, ich könnte durch Wände schauen, um eine Höhle zu finden. Nee, auf keinen Fall. Also, gilt als Dings, oder? Bug-Using, ja. Ja. Obwohl ich glaube, das ist ein Bug, der wird niemals gefixt, weil dann was für Engine dazu gehört, aber trotzdem. Ja. Komm mit. Guck mal ganz hier unten, Oh Gott, ich spinne. Code M. Ja, die sind über uns irgendwie im Wasser oder so. Code M. Oh, schon wieder ein Creeper! Wieso spawnen die hier? Der ist ja noch schlimmer als ich. What the fuck? Warum spawnen die hier? Viel besser. Ja, da. Das ist Creeper! Lass ihn explodieren, den kleinen Creeper. Mach hier mal einen Raypoint am Anfang der Höhle. Oh Gott, ich hab meine ganze Energie verloren. Kann ich wissen, wo ihr seid, dass ich mir die Drops abholen kann, so gleich zum Mitnehmen vielleicht? Ich mach da gleich mal einen Raypoint hin. Nein, dann brauchen wir die andere Höhle ja gar nicht erkunden, wenn da unten sowieso schon eine ist. Können wir ja dann später erkunden, ne? Ja, aber lass den Waypoint trotzdem. Wir sollten da unten vielleicht mal Fackeln hinmachen mit Judy. Ja, das auch. Aber hast du Kohle? Wo ist denn das Fleisch? Wenig. Wenn du es packen solltest. Ich habe nämlich keine Kohle. Secret Truhe haben wir die reingepackt. Warum das denn? So schlecht. Ich habe in der Truhe sind noch 6, aber das war's dann auch. Ja, warum packe ich Fleisch? Ja, das reicht noch, um das hier unten auszuleuchten. Nein, ich meine, warum? Das sollte umgeschmelzt werden. Hab ich schon. Ach so, ja, sag das doch. Dann gibt das auch Sinn. Ja, nee. Ich hab keine Erde bisher. Drop dir gleich zwei Stück. Geh du mal auf Tierjagd oder so. Nein, ich helf dir. Das schaffst du nicht alleine. Vielleicht schaffst du es alleine, aber naja, wir gehen hier keine Risiken ein. Ich bin Pro, Mann, das schaffe ich. Du bist tot. Ich geh mal ein bisschen Kohle so. Ich bin Pro, du bist tot. Ah, scheiße. Hey, bleib mal genau da stehen. Warum? Oh, cool, danke. Also wolltest du jetzt ausleuchten, ne? Das ist immer sehr praktisch. Ich brauche eine neue Schaufel. Das, was du hier nämlich Beleuchtung machst. Also wir müssen jetzt hier definitiv mal Leitern hinmachen. Oha! Hier geht's. Oh, Zombie! Hallo Zombie! Nee, Apfel heilt sogar nur zwei Herzen. Dich. Aua! Hallo Zombie! Da beim Eingang müsste jetzt was für dich liegen. Aua! Aua! Stirb! Ja, hab ich gemerkt, danke. Ich vergessen, du hast zwei Fleischstücke, ich komme bereits. Au, stirb, ich hab Angst, aua. Ich muss den Kopf haben, um ihn zu töten. Au, yeah, tot. Sag mal, sonst, ja, okay, egal. Kannst du die Loots hochbringen, die ich dir gleich gebe? Obwohl, ich kann sie selber hochbringen. Ich bin gerade tiefer drin, als du denkst. Du musst sowieso noch was holen. Du steckst Gott, tief in der Sache. Gott, was macht ihr da eigentlich? Seid ihr im Porno? Nein, ich mache jetzt einen Raypoint, Höhle 2 oder nee, Höhle. Okay. Höhle Basel nenn ich sie mal. Hier ist schon das Ende. Ich nenne sie trotzdem Höhle 2, mache ich einen Raypoint für.
Auch wenn sie fast direkt unter Basis ist. Ich liebe einfach die Waypoints hier. Ich spamme meine ganze Karte mit Waypoints voll. Ich habe jetzt 6000 Pfeile, wo so statt den richtigen Ausgang zu nehmen, habe ich einen Ausgang gefunden, der wirklich nach draußen führt. Ja, ich weiß, der ist da gleich da so, ne? Mach ich, schließe ihn mal ab, damit hier jemand reinkommt. Ja, der ist da gleich da, na so, ja. Mhm. Ihr habt auch. Sag ja nicht, in welcher Richtung er liegt oder auf welchen Koordinaten er liegt. Doch, Norden. Kannst du gerne machen. Im Norden. Ja. Ha, ha, ha. Der liegt in den Koordinaten minus 3 Millionen, minus 3 Millionen. Er liegt bei minus 161, minus 95. So. Du kannst jetzt selber entscheiden, ob du mir das glaubst oder nicht. Glaubst du nicht? Ich glaub's dir. Du glaubst mir, dass du es mir nicht glaubst, richtig? Ich hab dir nochmal, ich hab dir nicht gehört, kannst du nochmal wiederholen? 3-3-3-3-3-3-3. 6-6-6. Aha. Er ruft den Teufel an. Nein, das sind die Koordinaten. Oh Gott, es ist Nacht. Oh Gott, oh Gott. Toll, können wir nicht oh nachhören. Alter! Was? Ich dachte, Kohle gibt's selten, ey. Haben die Kohle so derbe hochgepatcht, oder was? Ja, ja, jetzt, weißt du, wenn du diese ganzen kurz kleinen Unterwasserhöhlen hast, die teilweise immer da sind. Groschen, wie spät ist es ungefähr? Sag mal schnell. Ziemlich abends. Achso, richtig nach. Zeit, oder? Ja, okay, dann muss ich jetzt nach Hause kommen. Ja, sollst du schauen, das ist eine Idee. Oh ja, ich seh's. Fuck, ich muss mich beeilen. Er wird sterben, er wird sterben. Nein, wird er nicht, ich, weil er noch genug zu fressen dabei hat. Dann sind wir, dann haben wir endlich einen, wo steht, ein Tod. Ist noch niemand gestorben in einer Stunde. Herzlichen Glückwunsch, es gibt ein neues Achievement. Er schießt mit Erde. Wundert mich eigentlich bei dir, Marco. Was? Ja, es wundert mich, dass du. Idiot, du warst doch schuld, dass ich denn nicht gestorben bin. Ja, ja. Ja. Ach ja, Groschen, ich hab eine Höhle gefunden. Gut, ja, ich verzieh mich jetzt dann doch mal wieder in unser Haus rein. Autsch. Ja, ich bin gerade auf dem Weg. Ich glaube, ich bin so in einer halben Minute. Hier ist es ein bisschen dunkel, weißt du? Groschen. Ja. Geh mal dann, wenn du irgendwas findest, auf die Suche nach grauen Pilzen. Nein, da ist schon der erste Zombie. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Müsste ich gleich sein. Spring runter, wir haben noch genug zu essen. Hey, wenn er stirbt, renne ich zum Spawn und klaue seine Loots. Ah. Auch hier ist ja noch ein Stück Höhle. Wow, what the fuck. Alter, jetzt sieht's auf der nicht Karte aber geil aus. Jetzt sieht's richtig geil aus, das stimmt. Scheiße, Mann, hilf mir! Hilf mir! Ja, sieht hammergeil aus. Ich komme ja schon, ich kann nicht sprinten. Wie im Stadion. Ich geh mal ganz kurz aufs Klo und dann ich eventuell mal... Jo, mach gut. Scheiße. Wo ist denn ihr Skelett? Ich seh keins. Doch, da hinten in der Ecke links neben dir irgendwo. Ich seh kein Skelett und ich hab auch keinen Schaden bekommen. Paracooper left the game, Paracooper don't the game. Oh, da ist ja eins, okay. Aber es schießt nicht, es schießt nur auf dich. Also ich der dann töte es! Tot! Ja, dann schießt er aber. Ja, okay, dann schießt er auf Para, aber egal. Ich weiß, deswegen habe ich mich auch beeilt, es zu töten. Oh Gott, ist das geil hier. Komm mal her! Komm mal runter! Guck, 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 was ist? Guck, guck, guck! Woo! Spawn gefunden! Waypoint dafür setzen. Also, ich nenn's Yay 1. Waypoint setzen. Yay 1, Waypoint setzen. Ja, ich nutze diese Waypoints jetzt aus. So, Waypoint. Yay 1. Spawn gefunden. Mossy Cobblestone. Unsere Basis ist jetzt viel besser als eure, nur weil wir Mossy Cobblestone haben. Oh Gott. Das ist aber schön für euch. Oh so. Oh Gott. Jetzt. Ein Skelett spawn. Oh Gott. Ja, aber ich hab noch kein Skelett getroffen. Ich hab, Goschen, ich hab auch gut, noch ein paar Fackeln. Ich hab das Ding immerhin schon bisschen mit Kohle gefunden. Hier, kriegst du mal ein paar Fackeln. Yep. Danke. Hey, gute Nachricht. Ich hab das Ding mit Fackeln umzingelt, das heißt, es können keine neuen Monster mehr spawnen. Und ich hab fast keinen Schaden bekommen. Wenn du. Ja, Moment. Da sie ja jetzt alle auf dich wahrscheinlich zielen, kann ich reinwaschen und schon mal einen töten. Ja, das kannst du machen. Das Tolle ist auch, ich hab das Ding zugemauert. Das heißt, du kannst jetzt ruhig herkommen, weil die sowieso mich nicht angreifen können, weil. Ja, ich muss aber nochmal hoch, ich muss mir ein neues Schwert schmieden. Ja, ich muss das andere Schwert, was ich mir eben geholt habe. Was heißt das ausrufen, ne? Wie kommen wir denn mal wieder hoch? Mit dem Weg zurück. Ja, da hoch geht's nicht zurück. Da hoch geht's nicht zurück. Funktioniert? Nicht? Da oben sind noch keine Fackeln. Mit Juni?
Ja. Was haben wir für eine Situation hier? Ja. Folgt dem Waypoint. Irgendwie. Groschen, kannst du mir eben noch ein paar Leitern geben? Ah, ich hab keine mehr, ich kann gleich nicht machen. Achso, ja, weil ich hab dir das ganze Holz halt gegeben, was ich hatte. Läuft das gerade aus? Was ist gerade aus? Ja, gib mir noch schnell das Holz. Ja, Moment. Es ist kompliziert, hier wieder zurückzufinden. Ich verlauf mich ständig. Ja, sonst buddel einfach einen Weg zum Waypoint hin, das geht schon. Nein, ich will ja nicht zerstören, das ist... Kohle! Noch mehr Eisen, geil. Hey, ich geb dir gleich erstmal, wenn du den Weg zurückgefunden hast, komm mal hier wieder hin. Ich geb dir dann erstmal meine Rohstoffe und dann stürme ich da rein. Wo rein? Du willst dein Leben geben, ja? Ja, mach doch sonst auch nichts. Wenn ich sterbe, dann kannst du ja meine Loot wieder aufsammeln. Ja, stimmt, das macht wirklich nichts, wenn du stirbst. Du bist doch krank. Ja, das ist doof, wenn du stirbst, dann haben wir einen Tod und das ist nie. Ich schmeiß ihn dir gleich runter. Achso, ja. Okay. Nee, es funktioniert gar nicht. Achso, du bist da. Würde eh nicht funktionieren, die runterzuschmeißen. Also, ich habe nur ein Problem mit diesen ganzen Waypoints. Die sehen alle gleich aus. Jawohl, ich bleib noch hier. Weißt du, du kannst ja welche ausschalten, Para. Ja. Ich bin jetzt beim Spawn. Wie, du bist beim Spawn? Bei dem Zombie-Spawn. Ach so. Ja. Ja, ich hab den Ausgang gefunden. Coole. Yay dafür. Cool, dann komm gleich mal wieder runter, nimm meine Rohstoffe mit und stimme ich da rein. Oh, Mann. Oh. wo geht's rund? Ach ja, Groschen, wenn du irgendwie braune Pilze oder so findest, sammel die mal ein. Du hast rote, hab ich recht? Ja. Toll. Oh mein Gott, schon eine Schale. Okay, ich hab den Weg, glaube ich, gefunden. Das ist gar nicht mal so. Ich hab mir noch nie in Minecraft eine Schale machen müssen. Ich hab's mir bisher ein einziges Mal machen müssen. Ich baue hier. Ja, ich hab's mir auch einmal machen lassen. Wo bist du, Kupi? Unten, beim Spawn. Direkt daneben. Ja, du bist unter mir. Guck mal nach oben. Hey, du kannst dich von oben in den Spawn reinbuddeln. Nein, nee, das will ich aber nicht. Das ist. wie komme ich denn da runter? Hier ich muss hier irgendwo. Eigentlich hier. Ah, hier, okay. Wo geht's hier runter? Da kannst du rüber. Moment, warte, ich baue dir eine Treppe. Stopp, bitteschön. Ich hab dir gerade eine Treppe gebaut. Ach so, ja, fail. Groschen, wir haben jetzt definitiv keine Probleme mehr mit Kohle. Ich habe gerade 41 Stück auf einmal. So, jetzt hier, gib mir mal alles, was du hast, außer Werkzeuge und sowas. Damit ich das oben einschätzen kann. Ja, gib mir Moment. Ah, wie viel Kohle hast du gefunden? Wir haben auch eine Menge Kohle 41. In dieser Höhle. Ich habe das nur noch alles nicht eingesammelt. Ja, ich habe meistenteils alles eingesammelt, weil ich will mal wissen, wie viel die gefunden haben. Ja, 41 in einem Raum. Boah, wie schlecht bist du denn? In unserer Höhle habe ich jetzt schon 2x64er Stacks geholt. Das war aber keine Höhle, du Vollidiot. Das war ein Raum, der eine Größe von ungefähr 6x6 Feldern hatte. Viel Spaß, ne? Ich kann die so töten. Sogar können sie mich nicht angreifen. Das Schöne ist, dass da keine neuen Monster mehr spawnen können. Yep, geil. Ja, der Spawn ist sicher. Der Spawn ist sicher. Ja, okay, dann komm ich. Moment. Wollen wir eine Monsterfalle bauen oder wollen wir einfach... Ne, ich lasse den Spawn hier mal erhalten, aber ich nehme Monster Cobblestone mit, okay? Was, da ist ein neuer gespawnt? Ich kann das ja, die spawnen durch diese Flamme in der Mitte. Durch dieses Feuer hier spawnen die, oder was? Ist mir klar, aber normalerweise dürften keine Spawn weg, das Ding mit Fackeln umrande. Ich sammle mal alles ein, was da drin ist, ne? Was ist denn da drin, ne? Ein Eimer, mehrere Weizendinger und Brötchen. Weizen. Und Redstone. Ich nehme mal die Cobblestone mit. Und ich nehme auch hier die Truhe mit, ne? Ja, warum die Truhe? Naja, egal, kannst du machen. Warum habe ich ihm schon wieder drrrr gehört? Das hatte ich mich auch die ganze Zeit gefragt. Aber ich glaube, hier sind auch noch irgendwo Zombies, Skelette in der Nähe, ohne dass wir wissen. Oh, hier ist noch Eisen. Ich habe hier nur so durch Zufall Kohle gefunden und daneben auch noch Eisen. Soll ich das Ding kaputt machen? Gib mal bitte ein paar Fackeln, von denen ich dir gegeben habe. Moment. Danke. Soll ich das kaputt machen, das... Nee, den Spawn, vielleicht machen wir noch eine Monsterfalle hin. Lass den Spawn mal erhalten. Wir machen alles um den Spawn kaputt, aber nicht den Spawn selber.
Dann muss das Moos auch bleiben, ne? Diese Moossteine. Nee, die nehmen wir mit. Nein. Ja, die baust du dann ab, okay? Ja, die mache ich, baue ich jetzt auch gleich ab. Ich will hier nur erstmal die Kohle farmen. Brauchst du noch eine Hacke dafür? Ja, gib mir noch eine. Das wird toll. Moment, oh toll, ich habe gerade den Weg runtergefunden. Warte, ich baue dann nochmal hier schnell die Steine ab, die du gebaut hast, um mich hochbringen zu können. So, wo warst du da, ne? Ja, da. Am Spawn. Ja, ich... Goschen, buddelst du gerade unten, oder wo bist du? Ja, ich werde Waypoint J1 jetzt mal deaktivieren. Ja, okay, ich baue mich noch ein bisschen runter, ich habe mir gerade wieder ein paar Leitern gemacht. So, hier ging es hoch, bei der Fackel. Muss die Cobblestone. So. Hey, hast du gleich Lust, unsere Basis zu dekorieren? Muss die Cobblestone? Irgendwas Cooles daraus zu machen? Aus echt der Spahn. Mossy Cobblestone. Soll man denn aus Cobblestone machen? Nein, aus Mossy Cobblestone. Ach so, keine Ahnung. Ich wüsste nicht, was ich daraus machen soll. Ja, ein Raum oder was weiß ich. Oh mein Gott, Groschen, ich habe eine Höhle gefunden. Schade, oh mein Gott, das finde ich toll. Schade, dass man was braucht. Das und ich finde gerade meine Fackel nicht. Nein, scheiße. Ach, da geht's hoch. Okay, ab nach oben. Ich frag mich, wie es hier oben aussieht, ey. Du weißt schon, dass man auch Truhen in der Luft... Oh, what the fuck, ist die fett. Ich komme. Ja, ich hatte auch eine Truhe in der Luft, das sah aber scheiße aus, deswegen... Okay, ich werde jetzt den Spawn abreißen. Das bringt's auch nicht. Ja, so. Juhu, da ist Gold. Ah, es ist hell, sehr gut. Ah! Siehst du hier auf der Karte, immer noch. Ey, Goschen, komm halt wenigstens runter. Noch ja, wollte ich gerade machen, ich will. Hier, schau dir das an. Willkommen bei langweiligen Spawn-Einreißen, reloaded. Geile Sache, ja, ja, da hinten ist allerdings Kohle. Ich muss mal hier sagen. Unten ist ein Creeper. Das ist schön. Hier ist Redstone. Creeper, ja, Creeper sind praktisch, besonders für uns, wenn sie da hinten sind. Ist noch Lava. Das behalte ich, das kommt da. Da ist ein Spawn. Hat bei euch schon mal ein Giant gespawnt? Nö, ich habe noch keine Message bekommen. Was, da ist ein Spawn? Ja, da hinten ist ein Spawn. Was spawnt? Weiß ich nicht, habe ich noch nicht gesehen. Ey, wir haben Skelett-Spawn besiegt, ja. Ich bin einfach durchgehüpft. Ja, ein Skelett-Spawn ist ziemlich unnötig, weil Skelette braucht keine Sau. Wenn, dann brauchst du einen Spinnen-Spawn. Du, es geht darum, dass Skelett-Spawn so schwer zu besiegen. Das war ein Creeper. Ja, Creeper. Hier ist Diamant. Diamant. Goschen, hast du eine Eisenachse? Hast du einen Diamant? Nee, nicht. Ja, wir gehen jetzt in unsere andere Höhle, die ich entdeckt habe. Aber vorher bringen wir alle Loot in die Secret-Chest. Spinnen, oder? Ja, ist ein Spinnen-Spawn. Wir schmelzen noch alles... Ich bring noch einen, das ist nicht Furnace. Ja, im Moment ist... Aber der ist... Oh Gott, da ist Kies drauf eingestürzt. Nee, ich leg. Ich hol mal schnell ein bisschen Eisen, dann machen wir eine Eisen... So, ich hab noch weiter runter. Diamant. Ich hab für uns beide jeweils eine Eisen... zwei Eisenspitzhacken gemacht, ne? Ich geh auch mal schnell Eisen machen. Ja, genau, doch, Eisenspitzhacken brauchen wir. Ja, warte, Goschen, komm noch mal ganz kurz her, dann gebe ich dir schnell das Eisen, was ich jetzt gerade ab. Ich hab noch genug, es ist noch genug, ach so, für zwei, okay. Da. Es war noch genug für fünf da. Das Eisen muss eingefallen. Mach mal diesen Drecksfluss hier zu. Ah, der nervt echt. Und Sourceblock habe ich noch da gelassen. Also. Nehm ein bisschen Ding mit runter, ne? Ja, okay, mache ich gleich. Ich habe fast 64 von dem tollen Massive Cobblestone. Und falsch. Ich mach uns jetzt ein bisschen Glas. Ich mache jetzt Glas. Hm? Ich bin Ausgang nicht mehr. Ich finde überhaupt gar keinen Weg mehr. Ah, da ist er. Ich habe ihn gefunden. Ach, stimmt. Ich mache mir jetzt einfach mal schnell einen Waypoint dort, wo wir den Eingang gefunden haben. Einfach weil es intelligent ist. So, dann haben wir jetzt alles, denke ich, soweit. Mhm, außer ein Ausgang. Wie? Findest du den Ausgang nicht mehr? Entschuldigung, du hast vorhin auch eine halbe Stunde nachgesucht. Jetzt weißt du, wie ich mich fühle. Genau, wo ich bin. Oh nein. Such einfach meinen Namen. Such meinen Namen. Warte, wo bist du? Nicht... Ah, du bist da unter mir irgendwo. Ja, über uns müsste irgendwo die Basis sein. Ich buddel mich einfach mal hoch und haben hier oben einen Gang. Hier, da ist eine Höhle. Wart doch mal ab mit Juni. Geil, genau, so, hinter dieser Wand ist eine Höhle. Noch eine. Oh mein Gott. Hier noch weiter. Ich buddel mich mal ein bisschen nach oben. Ich geh mal den Dia abbauen. Schnell. Jo. Ich geh erstmal noch ein bisschen durch diese Höhle durch. Mal gucken. Nur so ein bisschen. Warte, was ist hier? Ja, ich buddel hier gerade einen Eisen. Unten.
Und aber hier geht's ja nicht mehr weiter. Ja, dann arbeite ich hier mal ein bisschen was an. So, ich gehe zu dir. Gold. Ein bisschen Glück finde ich den Weg nach oben. Nein, hier nicht. Das Eisen. Ich habe Eisen gefunden. Schon wieder. Ich bin direkt über dir, also ich buddel mich hier. Groschen, da ist links von unserer. Links von dem Spawn ist, sind nochmal Spinnen. Also ist jetzt doch kein Spinnenspawn. Nein, schau, da hinten sind Spinnen und hier in der Nähe sind, hörst du auch noch Spinnen. Ja, hier stimmt. Wird auch eine Höhle sein. Ich gehe jetzt mal unsere Base vervollständigen. Cooper! Ach, hier! Ja? Hier ist frei! Hier kannst du durchkommen irgendwie. Okay, warte, ich kannst du mir Leitern. Nee, Moment, ich kann mir selber Leitern machen. Nee, kann ich mir nicht. Drop mir mal bitte Holz runter. Ganz viel Holz. Ich hab kein Holz mit. Fällt eh schon fast nicht mehr auf mit, Juli, schau hin. Dann hier bau dir so eine Treppe. 4, Steine. 5, ja, okay. 6 Diamanten! Ja! Ihr Glückspilzer, aber das ist auch wirklich alles, weil wir hatten ja auch eine riesige Höhle mit dem Spawn. Nee, die Höhle ist ja erst am Anfang, also. Ja, natürlich. Wir haben auch noch eine zweite Höhle und eine dritte, also von daher. Achso, ja, wir haben auch ziemlich sicher noch eine zweite Höhle, vielleicht sogar einen zweiten Spawn. Vielleicht finden wir ja, auch mal dieselbe. Das könnte sein, und wenn es blöd kommt, noch ein Spinnspawn, dann haben wir Bögen, ihr nichts und ihr seid im Arsch. Wüsstet ihr, wie viele Seile wir haben, ne? Was ist? Da was zu bauen? So, ich baue mir noch ein paar Fackeln. Da. Jo. Was? Wir haben hier unten Lava? Ja, haben wir. Könntest du dann bitte nicht hingehen? Das ist ziemlich gefährlich. Ich hab's nur gesehen, deswegen. Eine Spitzhacke, bitte. Kannst du mir hier mal eine geben, bitte? Hab ich noch. Achso, ja, wir haben ja jetzt hier. So. Das sind deine Sachen. Ich hab zwar hier gerade schon eine Treppe gebaut gehabt, aber okay. Jetzt haben wir halt noch eine. Die führt direkt zu unserer Basis? Ja, also so indirekt zu unserer Basis. Dann musst du nur noch einen kleinen Weg laufen. Ist sowieso besser, wenn wir mehr Gänge haben. Und ich glaube, du läufst gerade voll in die falsche Richtung. Yep, ich merke das schon. Weil die Basis der Waypoint hat sich immer weiter weg entfernt. Ja, ich habe einen Waypoint außen, also halt vor der Tür. Ja, ich habe ihn im Eingangsbereich. Ich weiß aber nicht, warum der über dem Wasser ist, der Waypoint. Ah nee, halt, das ist der Waypoint zum Eingang unserer Höhle. Ja, richtig. Hatte ich auch noch. Oh gut, Wasser ist schon mal schön. Also, jetzt packe ich erstmal das Eisen, das ich gesammelt habe, in die Furnace. Muss die Cobblestone packe ich in das Secret Chest. Mach in die untere hier. Da ist noch Eisen drin. Ist die ganze Tür offen gewesen? Ja, glaube. Und noch mal so. Ach so, das war. Ach, das war eure, okay. Ich gehe gerade raus, keine Sorge, deswegen. Das war so offen. Warte, ich droppe. Du bist ja sowieso jetzt da dran, der Secret Chest. Dann nimm mal hier. Da. Oh Gott, warte. Bleibt man da stehen? Ich habe so viel Scheiße in meinem Inventar, das gibt's nicht. Hey! Yay. Und das wolltest du auch noch haben. Ja, das wollte ich vorhin haben, aber jetzt brauche ich das nicht. Ja, das nicht. Dachte ich mir, aber jetzt habe ich's halt. Ne, egal, kann man ja mitnehmen. Ist ja was, was man einfach so wegfallen lassen kann. Was haben wir hier noch drinne? Okay. Was haben wir denn da? Ich werde das auch wieder zudecken, ne? Ach so, ja, entschuldige. Hab die Dinger dabei. Warte, ich nehme noch ein bisschen das hier, nehme ich noch mit. So. Ja, gut. Kannst du? Jo. Ich würde sagen, nein, halt noch nicht zu. Wir müssen ja noch die anderen hier wegbringen, habe ich ganz vergessen. Oh mein Gott, da ist ernsthaft ein zweiter Spinnenspawn, Goschen. Geil. Ja, wie gesagt, die Glückspilze, ne? Aber das ist mehr als. Also, wir brauchen sowas nicht wie Glück. Also, ganz ehrlich. Wer braucht denn so etwas? Das ist kein Glück, das ist reines Können. Klar. Reins Können sieht aus wie bei uns. Obwohl, ob es ein Spawn ist, weiß ich noch nicht sicher. Auf jeden Fall ist es eine Höhle. Und das sind hier allein schon 4 Spinnen. Dann liegt es ziemlich nah, dass es ja wohl ein Spawn ist. Der kann. Ja, der Meinung bin ich auch. Ich bin dafür, Also ich werde ein bisschen mehr haben.
Ja, genau. Also die Höhle ist relativ groß, ich weiß bloß noch nicht, wo der Spawn ist. Ich bin dafür, dass wir unseren Spawn zuhauen, also dass man den nicht findet. Ich habe ihn kaputt gemacht. Ist oder? Jetzt, ist jetzt sowieso egal. Ah, warte, das fällt mir was noch rein muss. Guck mal hier, gleich in die Chest. Und ich pack's unten rechts hin. Und ich habe Diamant gefunden, nochmal. Sehr schön. Kann man diesen, kann man das hier entfernen? Es bringt nichts, sie können sich wieder ranmachen. Ja, nee, weil ich würde dann so alles mit Stein zumachen, so bam 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 bam. Also so mit diesem. Nee, ja, nicht mit ja, dem. Ja, ist mir schon klar, dass du nicht mit dem machst. Du wirst ja wohl hoffentlich nicht die ganze Zeit mit der Eisenspitzhacke arbeiten, oder? Nee, ich habe noch hier sowas dabei. Ich habe noch keine normale Spitzhacke, dürfte ich nochmal reingehen? Ja, und warte. Oh, sorry. Danke. Ich wollte es aufmachen. Also wir aber die hat auch nicht mehr viel Power. Ich bräuchte auch noch mal eine. Ich brauche Holz. Hast du das ganze Holz in die Chest gepackt? Ja. Ach, warte, ich mach's anders. Warte. Ich habe keine Ahnung, wo der Spawn ist, Groschen, ganz ehrlich. Hier. Das ist wurscht, das reicht ja, wenn wir einen haben. Hier, so flupp. Also ich bin jetzt ungefähr einmal um die gesamte Höhle rumgegangen, aber einen Spawn habe ich nicht gefunden. Das ist doof, wenn die okay. Eisenspitzhacke da auf dem Slot sind. Macht nix. Den finden wir schon noch. Gut, dann, dann warten wir jetzt noch die Nacht ab. Ja, wollte ich gerade sagen, lass lieber noch mal ein bisschen. Mach noch mal auf. Ja, war mir klar. Hahaha. Hier, mach mal zu. Ja, Flint ist schon lustig, ne? Oh, ich hasse es, wenn es dunkel wird. Da krieg ich immer Angst. Oh, da gibt der arme Groschen Angst. Ja, gibt der arme Groschen Angst. Oh, wow, der Scheiße, das war zu nah an die Spinne ran. Nein, da hat sich eine hochgeboostet, wie auch immer. Lustig ist, die können ja in unseren Aufnahmen können sie sich an unseren Koordinaten genau orientieren, wie weit wir voneinander entfernt sind. Oh, ich würde. Ich habe keinen Bock jetzt hier noch eine Nacht zu warten, ey. Das dauert mir zu lange. So. Komm, Spinne, jump einmal. Warte. Oh, Gott. Tot? ja, können wir machen. Bisschen, ja. Können wir uns nachher noch was bauen müssen, aber egal. Ja, Giant. Oh mein hin, Gott, ein Giant ist bei mir in der Nähe irgendwo gespawnt, oben bei uns. Ah, geil. Gehört? Ja. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Direkt, so ziemlich direkt über mir müsste ein Giant. Wo der Spawn ist. Waypoint Spawn 50, auf 50 Meter Nähe muss der sein. 50 Meter oder 50 Felder? Ja, das sind 50 Meter. Ein Block ist ein Meter. So ungefähr, ja. Ja, könnte man Proportionen hier hinkommen. Nicht nur ungefähr, genau. Das sagt sogar Notch. Lol, mein Schwert hat sich gerade aufgelöst. Nein. Nein, und ich habe nicht genug Holz für eine Crafting Box. Groschen, komm mal runter in die Hülle, bitte. Runter weg. Und bring ein Schwert und eine Crafting Box mit. Super. Und noch ja, bei dir, Mann. Ich bin immer noch da. Ich baue jetzt das, was ich bauen wollte. Ja, ich komme mal das abholen, was du jetzt angesammelt hast. Nur damit du keine Angst hast, weil ich hier bei der Lava hocke. Ich habe was drumherum gebaut, dass ich nicht reinfallen kann. Gut. Ja, nur mal so zum Hinweis, nicht dass es heißt, oh, bist du verrückt. Also ich hätte jetzt auf die Spinne. Nein, ich habe gerade 64 Kabel weggeschmissen. Und die Lava versehentlich. Halo. Ja. Das glaube ich, dass die Koordinaten. Bist du dann? Ich bin mir sicher. Ja, ich bin hier hinten und baue gerade noch den Diamant ab. Oh geil, ich habe mal wieder Eisen gefunden. Langsam nervt das. Achso, du bist ja in der Spinnenhöhle, Dingens. Ja, da unten sind noch so ein paar Spinnen. Ich weiß halt nicht, wo die herkommen, wie gesagt. Ey, warte mal, da hinten ist ein grauer Pilz und ein Spawn. Ich frag mich bloß, ob das der Spawn von der anderen Höhle ist. Ja, ihr werdet hier mit Spawns, kann nicht sein. Spawns bombardiert. Wie bist du da hingekommen, wo du gerade bist? Wer, ich? Da hinten siehst du es ja leuchten, Groschen.
Da hinten bei der Lava. Ich hab einen Namen gesehen. Hier bin ich. Ich sehe nur ein paar Ratten. Da unten sind die Spinnen, also pass auf. Die sind da unten drinnen. Ja, komm mal, mach schnell her. Ah, da. Ich sehe Paracooper. Also, warte mal, hier erst mal die Diamanten. Ne? Oh, 13 Stück. Hier, so. Da ist eine Workbench. Cobblestone hast du noch genug, oder? Du hast mir die jetzt nicht so ganz gedroppt. Schlecht. Genau, und Workbench nochmal bitte. Danke sehr. So. Ja, ich denke, es könnte sein, dass der Zombie direkt bei uns oben drauf gespawnt ist, gell? Ja, ja, das ja, wohl. Holz ist in der Secret Box, ne, Cooper? Ja, ja, ich hab Holz dabei. Kriegst du das, um das dann nachher einzuschmelzen? Ja, ich brauch alles jetzt. Lief nochmal dann. Jo, ich hab alles. Ich schau jetzt mal, dass ich die Spinnen da unten. Ich kann grad nicht. Ja, ja. Ich geh wieder. Ist ja eh noch dunkel draußen. Oh, Eisen. Hallo, Eisen. Du kannst Eisen dann gleich wegbringen, wenn du Holz holst. Ja, ja. Hallo, noch mehr Eisen. Panche, Rapanche. Nicht nur Google ist dein Freund, Eisenau. Stirbt die auch nochmal? Ich hau grad ungefähr auf die ein wie ein Verrückter. Sie nimmt keinen Schaden. Warte mal, ich disconnecte nochmal. Und bist du. Ich glaube nicht, dass sie dann plötzlich vor dir steht. Nein, aber sie nimmt keinen Schaden, warum auch immer. Oh fuck, ich bemerke gerade, dass ich nur noch. Jawohl! Code G gefunden! Yay, yeah, cool. Stipp. Leute, ihr braucht keine Codes mehr anwenden, wir kennen diese Codes. Wir benutzen Code G jetzt aber für Diamanten. Ah. Gut, danke, dass ich es jetzt weiß. Oder benutzen wir doch nicht für Diamanten? Vielleicht benutzen wir es ja für Redstone. Ja, oh oh. Ne? Oh oh. Ich habe böse Befürchtungen. Ich habe hier nämlich Erde unter mir. Ja, Erde heißt niemals ja. Niemals unter dir buddeln, ne? Oh geil, Groschen, oh, geil, komm mal runter. Höhle. Oh mein Gott, ich freue mich. Ja. Wir haben hier ein ganzes Obsidian-Feld. Obsidian? Das heißt Obsidian. Was brauchen wir Obsidian? Obsidian. Ich bin eh nicht in Obsidian, Mann. Ja, wir können zwar nicht in die Helle, aber wir, die Stargates jetzt laufen hier. Toll. Was ist mit Stargate? Ja, Stargate ist ein anderer Mod, den wir auch noch drauf haben. Richtig. Das können wir machen. Und Groschen, wir haben genug für zwei Bögen. So, ich habe eine Mini-Höhle gefunden, aber die bringt uns auch nichts. Ey, Goschen, du bist gerade vorbeigeraten. Was? Ja, wo ist denn der Weg nach oben? Juli, ich hab was überlegt. Schau her, wir machen es nämlich jetzt so. Dann kann ich nachts auch graben. Okay, ja. Ich leih mir da schon mal einen Apfel, weil. Klar, nimm dir alles. Was ich markiere mir mal den einen Spawn. Wo ist denn der hier? Hast du. Wie viel Gold hast denn du? Gold habe ich keins gerade. Ja, ich habe vorher da hinten welches gesehen, dann gehe ich das schnell holen. Ich habe hier auch, hier ist noch welches. Genau, das glaube ich habe ich auch gemeint, als ich gesehen habe. Ja, das war das. Bräuchten vier. Das waren vier Stück. Warte. Ja, das ist gut, gib mal her. Kann ich gleich eine Uhr bauen. Ja, ich mein, liegt noch. Was ist los? Was? Nichts. So, ich suche, wo war dieser andere Spawn? Den suche ich gerade. Dann kann ich schauen, ob das... Wo ist die Workbench? Ja, egal, ich mach ihn mal. So Leute, nein. Schaut auf meine Koordinaten, ihr wisst, wo wir hinwollen, ich kann es euch gerne nochmal zeigen. Hast du Cobblestone? Ja, gleich. Ja, ich sehe ihn endlich. Ich mache gerade einen Waypoint. Aber damit ist immerhin bewiesen, dass die das mit den Giants von geht. Hier. Hast du den Giant schon gesehen? Nee, gesehen habe ich ihn nicht. Ich weiß, dass er gespawnt ist. Ich werd dann nachher mal rumgucken, ob ich ihn fände. Kein Bock jetzt hier zu sterben, weil ich einmal kurz draußen bin, ey. So. Ach egal. Oh, na egal. Macht nichts. Was denn? Nö, irgendwie hat sich gerade mein Bruder aufgelöst. Weil irgendwie hat er den falschen Slot gewählt, wo ich die andere Richtung gemacht habe. Egal, ich hatte sowieso irgendwie nur Hälfte der Hälzen. Ah, da rennt ein Creeper rennt im Boden. Oh mein Gott. Da musst du den reconnecten. Könnte übrigens der Grund sein, warum du nicht triffst.
Ich habe da aber schon reconnected gehabt. So, das kommt rein. Es wird gerade hell. Ja, das trifft sich gut, weil ich bin jetzt gleich da. Ja. So, dann hebe ich das auf, verschließe für Secret. Natürlich, ich platziere eine Torch direkt auf MSG.